wo wir uns befinden. Ja, bei Pompös nehme ich an. Wir befinden uns hier im Modesender Berlin, im Showroom von Pompös. Und ist die offizielle Einweihung des neuen Showrooms. Hier sieht man jede Menge Kleider, jede Menge, ja, extraordinär kann man sagen. Die sind einfach pompös von der Ausstrahlung her. Wer trägt pompös? Oh, ja, jeder, der es mag. Angefangen von den Leuten, die bekannt sind, von Filmstars wie Brigitte Nielsen über Prinzessinnen und Leute der Gesellschaft, aber auch Menschen wie du und ich und Menschen, die sagen, ich heirate, ich möchte was Besonderes haben oder ich gehe auf einen Ball oder ich habe eine Party oder und die einfach etwas pompöser erscheinen möchten. Jemand sagte mir vorhin, man müsste entweder ein Genie sein oder verrückt sein, um ihre Mode zu tragen. Passt das? Zu tragen oder zu kreieren? Zu tragen. Das ist das Neueste, was ich höre. Aber dazu kann ich nicht sagen. Also, das ist ja immer alles relativ. Was der eine für verrückt hält, der andere noch für normal. Insofern ist es ja immer sehr schwierig. Wie sehen Sie sich selber? Manche sagen ja, der Berliner Modezar oder wie bezeichnen Sie sich selber oder wie sehen Sie sich? Weiß ich nicht. Es gibt ja viele Attribute. Manche sagen auch der deutsche Glamour-Zar, die anderen sagen, wissen Sie, das ist ja auch, mache ich mir keine Gedanken, das soll jeder sehen, wie er es möchte. Und ich sehe mich als Harald Glöckler und als Künstler, der sich verwirklicht und sehr, dass er sehr viel Arbeit ist und aber die mir auch Spaß macht. Ja. Sie machen das ja schon über Jahre hinweg. Ich glaube, Sie sind auch Berlin ziemlich treu geblieben. Warum? Weil es für mich eine der interessantesten Städte überhaupt in der Welt ist und in Europa, denke ich mal, die Stadt, die eigentlich die größte Zukunft hat, wo, und eine Stadt, die explosiv ist, die revolutionär ist, die nicht so satt in sich ruht, sondern die einen inspiriert, Neues und auch Ausgefallenes zu machen. Hat Berlin denn modemäßig noch Potenzial? Ja, denke ich unbedingt, aber man muss ja auch Zeit geben dazu. Also es wird, nachdem ja alles abgewandert ist, nach dem Mauerbau, und nach Düsseldorf und so wird Berlin schon einige Zeit brauchen und das wird nicht über Nacht gehen, aber es wird eine der wichtigen Städte werden in der Mode auch wieder, denke ich schon. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kauft man bei Ihnen Mode ein? Das wird ja auch alles angefertigt. Wie funktioniert das, die Kommunikation zwischen Kunde und... Naja, man kommt und sagt, man möchte etwas haben, man braucht etwas, man sucht zusammen Stoffe aus, ich mache Vorschläge. Ja, und geht, wie man so schön sagt, einen Kaufvertrag ein und der Kunde bezahlt und bekommt etwas dafür geliefert, etwas Pompöses und etwas, das auf seinen Typ geschneidert ist und das nun eben meine Handschrift trägt. Das ist ja der Grund, warum der Kunde zu mir kommt. Man hat dann sozusagen auch ein Unikat. Hat ein Unikat, ja. Was wünschen Sie sich hier für diesen neuen Ladenshow? Ich wünsche mir, dass ganz viele Leute viel Freude haben und an meinen Kleidern, an meiner Arbeit und wünsche mir weiterhin viel Erfolg. Wünschen wir Ihnen auch. Dankeschön, vielen Dank.